Ah, nein! Ah. Cut 1, 2. Willkommen bei den Spacken. Hallo! Wir sind's wieder. Die Spackos. Wie immer. Kleine Information, wir haben einen neuen Schutzgeist. Hi, so, ja. Wir sind jetzt in der Nebenmission und jetzt check ich mal ab, was der Hai so kann. Was der Hai so kann, weil anscheinend hält man sich für Schauben aufs Maul. I hope so. Speersen rausgerüstet und obere Stance ist noch drin vom letzten Mal. Haben wir jetzt, gucken wir hinter die komische andere Lunte gerade drin, um Vertrautheit zu kriegen. Genau. Die andere Sache ist, die andere Lunte haben wir 5 Kugeln, für die wir auch wegschießen können, weil, Alter, da hockt das sicher hin. Also ja, das ist auch so ein Weitschuss. Die macht richtig viel Schaden, aber die braucht halt ewig. Ja, trotzdem müssen wir es mal checken. So, hier ist wieder Kodama Party angesagt. Das letzte Mal. Neben sowas müssen wir machen, also. Check halt ab. Kann man das abchecken? Finde Kaka. Chukis Magatama. Kagatsushis Magatama. Schön, das suchen wir jetzt hier in den Minen. Weg von der Party. Wir sind auch witzigerweise mitten in den Minen drin. Mhm. Da ist ein Bogenschütze. Oder? Nee, da steht nur rum. Oh, irgendwo ist hier ein Rad gewesen das letzte Mal. Ja, unten glaube ich. Ich check das mal gleich mal ab, was abgeht. Ich glaube, du triffst ihn nicht. Oder doch? Was sagst du denn jetzt? Ich will eigentlich den Kopf. Das war ja nichts. Okay, der ist aber auch schön vorbei. Also es ist ja fast so eine Schrote, ne? Ja, ja, die Moves, Alter. Ein bisschen Energie voll, dementsprechend erwarte ich gerade auch noch keinen Energiegewinn. Du machst gerade brutal viel Schaden mit deinen Schwertern, war es schon immer so? Ich bin mir nicht sicher, dass wir das letzte Mal, wo wir es ja hochgeschmiedet haben, bin ich gar nicht dran gewesen und du hast überhaupt deinen Speer, ja. Deine machen brutal viel Schaden, Alter. Anscheinend muss die Tür von der anderen Seite. Ah, doch, ist ein Bogenschütze. Boah, Junge, in ihr Gesicht. Der gar nichts anzeigt. Alter, was war denn das für ein krasser Pfeil? Das war kein Pfeil, das war es am Rita oder sowas. Okay. Boah, das. Oh, ich wollte gerade sagen, ich bin jetzt einen Schritt zu weit gegangen. Ah, oh, da ist ja gleich das Ding. Kommst du weg, Junge? Boah, ich wollte ausweichen. Fuck! Oh, nicht in das. Oh, Ding rein. Bin noch vergiftet, ne? Ja, du bist vergiftet, kriegst auch Schaden. Antidot ist übrigens noch drin. Ja, okay. Du stirbst bald. Ja, ich muss mich erst normal heilen. Normal heilen. So. Also ich bekomme noch keine Energie. Ja, du kriegst gerade keine Energie. Nope. Doch, 100 haben wir gerade bekommen jetzt. 113 und so. Alles klar, sind wir beim Kill. Alter. Du stirbst gleich. Ja, ich muss einmal das und einmal das machen. So. Ah nein! Oh, ich drück nochmal drauf. Ich voll honk! Ja, du sollst dich beilen, sonst bist du gleich wieder vergiftet. Ich hab doch. Ja, aber du bist hier immer noch giftig. Hier sind noch 2 Viecher in der Area. Geh hoch! Geh hoch! Und vergiftet. Dass man da immer draufbleiben muss bei den Leitern. Wo ist denn das nächste? Das war da hinten irgendwo, ne? Ich weiß nicht, wo. Da ist es. Da haken sie dran rum. Hat er nicht auch irgendwie Energie bekommen? Die 13, was auch immer da. Was auch immer. Ich verstehe nicht ganz, wann ich das bekomme. Aber es ist viel. Durch Z haben wir immer noch Amrita. Ja, schon, aber das. Durch Amrita. Ja, aber wann? Aber ich bekomme mal die 100 irgendwie beim Kill oder was? Ja. Also jetzt ist, was ist besser, unseren coolen Taubegeist? Also ich muss sagen, da finde ich eher den Stier besser. Jetzt schauen wir mal, wie er sich im Kampf schlägt, wenn ich mal voll hab. Okay, da gehe ich erst hin, wenn ich hier noch ein paar Leute geschnetzelt hab. Du bist mein erstes Opfer. Wahrscheinlich auch das letzte, weil danach der Tag voll sein. Junge. Kamera. Ja, kotzt die an.
Weil er mich ankotzt hat oder was? Ja, ja. Ey, ich bin voll. So, jetzt checken wir mal unseren Hai. Direkt mal ab. Einfach nur better. So. So, Leute, das läuft ja gleich richtig von Anfang an hier. Absolut. Hi! Ab geht's. Wasserschaden auf jeden Fall. Okay, das ist jetzt nicht so wirklich. Also, es gibt keinen großen Unterschied. Renn hin, X. X gedrückt halten. Da haben wir schwer dann eine höhere Reichweite, weil die durch das Wasser gerade so. Generell, also auch beim Dings haben die höhere Reichweite. Also bis jetzt finde ich es ganz nice eigentlich. Da liegt ein Item. Nee, das ist eine Kerze. Nein, links, im Gang. Ach, da. Und da hinten hast du auch liegen lassen. Also bis jetzt finde ich es eigentlich ganz nice, so der Wasserschaden etc. Großer Unterschied. Jetzt wett. Ich muss sagen, ich finde den Spiel immer noch besser, weil durch Amrita ja, kriegt man halt Heilung ist dann doch irgendwie so zwischenzeitlich immer mal wieder Heilung, ja. Weißt du? Und nicht halt erst, wenn man gekillt hat. So. Und du kriegst ja zwischenzeitlich beim Schlagen schon Amrita zum Teil. Ja. Ey. Ey. Ah, mit den Leitern, das ist heute mein Freund. Ich hätte vielleicht mal den Timer starten sollen. Den Timer starten sollen. Jetzt hast du was Falsches gemacht. Ja. Du steht doch da unten drauf. Nee, da hier drauf. Du hast eine Minute hochgestellt. Ja, und das jetzt ist sehr am Arsch. Ob jetzt so. Eine Minute mehr oder weniger. Das ist jetzt wurscht. Wir sind ein bisschen länger heute drauf. Also, sind wir da alle? Was geht mit dir? Ich hau dir das ins Nack. Okay, Feuer ist besser. So, tschüss mit dir. So. Da kam immer das Rad raus das letzte Mal. Ich hier war's, gell? So. Ich hab gar nicht so richtig auf meinen Schaden gedacht. Wie viel mache ich denn? Ich hab noch gar nicht drauf geguckt, ganz ehrlich. Ich hab nur die Energieleisten so gesehen und denk so, oh. Oh, da ist ein Dings. Ein Babo. Ein Babo. Ich hab ehrlich gesagt gar keinen Bock auf den Babo gerade. Geh mal da lang. Oder ist da oben das ist der Shortcut-Babu? Fällt mir gerade ein. Stimmt, ja. Dann versuchen wir doch den Babu zu machen. Versuch's. Alter, oh, was bist du? Na gut, der hält halt jetzt wahrscheinlich mehr aus. Wirklich immer die 100 dann. Also finde ich den anderen auf jeden Fall. Der andere hat schon kontinuierlich was, obwohl die 100 an sich schon ganz gut sind, aber man bekommt durch die Rutsche nur die 13, gell, glaube ich. Ja. Ja, du hast halt eine höhere Zahl. Ja, und wir kriegen halt durch das andere halt auch 100 Leben mehr, maximales Leben. Ja. Ich weiß die Stats-Unterschiede gerade gar nicht so. Du musst einen anderen Weg nochmal laufen, weil da bist du ja von runtergefallen. Im Einsammeln jetzt hier oder was? Ja. Da ist nur der eine Gegenstand. Keine Ahnung, weiß nicht. Also hier und jetzt geht's ja da rüben. Also das ist wieder der eine, wo ich nicht drüber springen kann hier. Weißt du, das ist ja wieder der da unten. Weiß gerade, wie man zu dem Kack hinkommt, ne? Halt, nee, warte mal, zu dem komme ich sogar. Ja, das waren andere, die du meinst. Ja. Zu dem komme ich ja. Ah, da hinten liegt ja gar nichts, diesmal. Ja, 13 bekommen wir jetzt nur noch. Keine 53 oder 43, wie viel es waren. So. Oh fuck, ich hab das Glas gar nicht drauf getan. Ich wundere mich, dass es hier ewig dauert, bis hier mal was geht. Na dann tu das Glas mal drauf. So, jetzt gehen wir mal hier den Weg weiter. Ich check jetzt mal immer zwischendrin die guten Dudes hier ab. Der nicht mal einen Helm trägt. Der nicht mal einen Helm trägt. Wahrscheinlich ist der Helm zu schwer. So wie bei Lord Helmchen. Also auf jeden Fall hier ist die Action dann. Ich will aber nicht, nochmal gegen. Oh. So, bewegen wir gleich mal hier. Ich
Habe ich hier gleich mal was zu sehen? Ich werde da aber auch gleich mal kurz runter. Oh, einfach geht. So, jetzt mal ein, bevor das Ding ausgeht, will ich aber auf jeden Fall die Leiter mal hoch. Dann aber schnell. Schnell. Und. So. Da unten ist es. Oh nein, was geht mit dir? Guck mal, das ist ein großer. Auf den! Aua! Ich kann komplett rein, ne? Oh fuck. Dumm. Nochmal! Weg heilen! Oh, du kriegst das Gift-Tick. Du musst weiter hoch. Ja, hier okay. Oben! Ja. Da unten tickt's schon. Krass. Ich hab mich gerade schon gewundert, woher immer das Gift kommt, ne? Mhm. Da unten sind auf jeden Fall mehrere Fische. So, wo sind die? Das muss ich jetzt nicht checken. Wo sind die komischen Teile? Das eine ist genau unter der Maschine. Weißt du, wie ich meine? Genau, unter der oberen da. Unter der Maschine, ja. Also sprich da genau unten drunter. Dann geht das mal frei, warte mal, ich schau das mal an. Böse Babbo, kann ich ja echt mal. Der kommt dann hoch, oder? Ne? Schön für den. Das ist richtig, der hier. Der fickt's. Bats, Alter. Mach das Ding an. Ja, ich würde das einfach kurz hier gucken. Ah, jetzt kommt jetzt hoch, ne? Der kommt ja jetzt hoch. Dann hau ich einen kleinen Feuerball in die Fresse. Das wird nichts bringen, weil der schon rot ist. Ja, das ist versuch, du tust es trotzdem. Okay, Bombe. Da drunter. Nicht durch. Mein cooler. Ah, das ich auch. Ah, da ist das eine Ding. Hier ist das eins. Das andere, ja. Ah, das ist andere. Okay. Das geht ja schon. Komm. Halt dich mal lieber. So. Unser Haifisch ist auch aktiv. Jetzt. Das dauert immer kurz, bis es wieder. So, also hier ist das eine. Der andere Job. Ah, da. Wow, du Motherfucker! Ich brauch schnell noch das andere weg. Komm her. Das Gift tickt schon. Scheiße. Weil ich an dem Ding dran bin. Das kann ausdauern. Ja. Wow, was geht plötzlich mit dir ab? Was geht plötzlich? Wow. Was? Geht mit euch! Ihr Ficker! Wow! Was geht denn plötzlich mit denen ab? Leck mich am Arsch, haben die so eine krasse Kombo am Start. Drei Viertel von der Energie immer weg. So. Da in der einen Leiche liegt noch ein Elixier, glaube ich. Da. Hier? Ah, okay. Ah, da ballert auch noch einer, glaube ich, dann runter. Hier ist einer. Ja, da ist auch einer. Nehmen wir erstmal den, da ist Aufmerksamkeit zu. Komplett auf deine mittlere Stance umgestiegen bist. Aber was hatte ich vorher? Untere Stance bei dir. Untere gegen die. Ja. Oh Gott, das geht trotzdem.
Das hatte der Simon bei Neo auch aufgeschrieben. Mittlere Haltung. Auf seinem... Der Simon. Da ist noch einer oben. Oh, da ist noch einer. Wie komme ich jetzt hier hoch? Durch die Leiter hinten, oder? Nein, hinter dir. Will? Da. Ist der Aufgang. Ich will da nicht so weit hinter, da steht ein Babu im Weg. Hier? Nee, achso, da kann ich nicht so weit. Den Babu, den mache ich gleich hier mit meinem Haifisch, der hat Zähne. Aua. Ah, da läuft das so langsam. Das mag ich doch nicht, wenn ich im Block laufe, dann läuft er doch so. Dein Speer sieht richtig geil aus, muss man sagen. Finde ich auch. Ich glaube, ich mache jetzt immer meine Speere mit dem ja, Aussehen. Also das Aussehen ist richtig cool. Außer natürlich, es kommt noch ein krasserer um die Ecke. Ja. Was ich hoffe, weil ich meine, wir sind ja noch relativ am Anfang vom Spiel. Ups, war falsche Bombe. Alter, haut er. Oh, ich bin falsch drin. So, nochmal gerettet. Ich will, eigentlich muss ich den Babu da hinten gerne machen, außer ich will den Gegenstand. Ich will, dass du ihn machst. Ich will auch, dass ich ihn mache. Mach ihn. Ich mache ihn. Hallo. Es geht ab, ich habe leider keinen Feuerzauber. Bam. Nun. Verdammt! In der Hektik sind halt solche Fernkampfwaffen zu nichts zu gebrauchen. Oh, nice, Alter, wie hast du das gemacht? Weiß ich nicht. Aufgehauen. Der hat ein Problem mit Erdeschaden. Scheint so. Verdammt. Fuck, man Ausdauer! Ja, das ist nicht ausgerutscht, um die Kraft zu finden. Ich hab ein bisschen zu spät gedrückt oder zu früh, bin mir nicht sicher. Boah, das war am Maximum, meine Damen und Herren. Nur die Harte kommen in der Garde. Hoffentlich war das was. Verdammt risky. Ach, Glück war das. Kommt wohl auf selber raus. Ich habe heilige Asche und einen Talisman bekommen, weil ich so ein krasser Dude bin. So. Mal ernsthaft, die Hälfte von dem ganzen Scheiß, den wir einsammeln, haben wir A, noch nie gebraucht, noch nie benutzt und werden wir wahrscheinlich auch nie benutzen. Ja, ich sag mal, das, was die komische Ritualkarte macht, ist, okay, das Harakiri-Schwert wissen wir auch, wenn wir so eine Mission machen, dass wir komplett wieder ins Auswahlmenü kommen, ist auch ganz praktisch. Aber wann braucht man die Scheiße? So richtig. Ich glaube sogar, dass du dort an dem Vieh, was du eigentlich überlegt hattest zu machen, ja. Gibt's nämlich... Da geht's dann weiter. Das ist nämlich das Viech, wo... Ich check jetzt mal hier die Leute noch ab, weil wenn ich jetzt das Viech mache, dann ist Mission rum. Ja, genau. So, was haben die? Das Speer. Alle goldene Speere. Gibt's die im Sonderangebot? Aber ich glaube, die habe ich alle schon. Na, guck mal, der ist komplett lila. 49. Könnten wir eigentlich mal versuchen, oder? Aber eigentlich wollen wir was der hat. Eigentlich gerade nicht. Mach einfach den Boss. Unsere Rüstung ist geil. Wir sind geil. Ihr bleibt geil. Also, Leute. Ab geht's. In your fiasse! So, ich will ein bisschen die ganze Zeit. Alter, ich will hier raus. Ich will hier raus. Wow! Wow, der hat dich fast killt. Wow! Wow, der hat dich wieder fast killt. Pass auf, dass du nicht in ein Loch reinhaust. Ich will jetzt erstmal weg, ich will heilen. Du bist an dem Loch, Alter. Ja. Nee, das ist doch tatsächlich wahr. Du Ficker! Alter, wie der abgeht, der macht voll Feuerschaden. Oh, pass auf! Oh, Alter, der Typ, Mann, wie der sich durchlackt. Oh, durchs Leben, ey. Aber bei dem umso mehr, umso stärker, die sind gerade immer 1000 Energie bekommen. Meine Nerven, eure Nerven, unsere Nerven, alles hin. Blank. Blank, liegen blank. Deswegen hat er auch so schön gebetet gerade. Wenn man blank ist, betet man? Ja, der so, also, ach Gott sei Dank, ich kann hier raus. Oh, au, das. Aua. Okay.
Vielen Dank an Anjin. Ich bin sicher, da diese Magatama das Feuer heißer werden lässt, wenn ich sie einsetze. Stimmt, wir wollten das Glutding oder irgendwas für die holen. Ich kann ihre Hitze von hier drüben spüren. Ich bereite in der Schmiede alles vor und du bringst mir bei deinem nächsten Besuch mit. Dann kann ich dir sicher eine noch größere Hilfe. Also, was machen wir jetzt? Wir gehen in die Schmiede rein. Geil. Ja, wie immer halt. Eine Mission in Zwielichtmission geändert. Hey, wir haben eine Zwielichtmission freigeschaltet. Da gibt es immer voll die Asche. Stufe 20? Ah, okay, geht. Ist doch cool. Yokai, Arschträne, Bangassa, Rippe und Fächer. Also nur Bullshit. Also eigentlich nur Bullshit, aber an und für sich. Aber wir machen es ja trotzdem. Wir machen es trotzdem. Jetzt gehen wir erstmal hier in unseren Ausgangspunkt rein, um zu gucken, was unsere Waffen schmieden. Die hatten nämlich was Neues bei Schmieden. Und zwar, du hast übergeben. Schmiedefähigkeit verbessert. Und jetzt kannst du geileres... Ah, wir können jetzt krasseren Scheiß schmieden. Was geht denn hier für krasseren... Schmieden. Das Spiel ist echt total auf Katanas getrimmt. Gucken wir mal durch. Ja, die Level sind halt trotzdem höher jetzt. Ja. Achso, die Level vielleicht auch. Ja. Ah, 28 bis 37. So, so. Ah, Konnichiwa. Offizierssperre kann ich machen. Von 28 bis 37. Ach scheiße, bin ich wieder aus dem Bild, ey. Doch. Ja, du bist immer voll aus... Bist du dich immer hart und aus? Ja, ich chill mich halt ganz gerne mal. Siehst du da überhaupt was? Du dürfst eigentlich voll die Kamera in der Fresse. Nö, alles gut. Ich sehe immer nur ganz unten links das Eck nicht, weil der Sackboy dann davor ist. Aber ansonsten ist es. Also ihr kennt es ja, er ist über die Hälfte von der Zeit außerhalb. Ich bin die Hälfte von der Zeit außerhalb und mach Shisha. Neue Eichehammer kann man jetzt schmieden. Und hier kann man unseren krasses. Wollen wir nicht. Und hier kann man einen geileren Bogen schmieden. Aber unser Bogen ist noch geiler. Das ist richtig. Ein höheres Lundenschloss. Aber wir wollen ja irgendwas mit unserem Lundenschloss machen. Und zwar das andere Ding da rein bamsen. Und danach erhöht sich das Level ja von allein. Handrohr neues. Das Handrohr ist halt mega langsam. Oh, Rüstung. Rüstung kann die auch. Ich will gucken, ob wir die Brust jetzt haben vom Wächter. Die fehlt uns ja noch vom Aussehen her. Ja, aber hier können wir auf jeden Fall baba. Was ist das? Also wilde Stier. So, Brust vom Wächter. Wegen Aussehen. Ja, ja. Grünschnabel. Was ist das? Was? Einfach nur ungewöhnlich. Rüstung der Wache, da ist er. Das heißt, wir können es jetzt einmal bauen. Und dann haben wir die, dann haben wir das Aussehen. Dann haben wir den Skin davon, ja. Oder haben wir den Skinner? So vielleicht schon. Ich weiß nicht, was ich eingesammelt habe. Das wissen wir auch noch nicht. Seelenbild war, nee, war der verändern. So, jetzt gehen wir mal auf Rüstung und auf unsere Brust. Das ist Rüstung des Helden. Haben wir eingesammelt. Mhm. Sieht irgendwie auch nice, nice aus. Vom Außen wieder. Ins Lager. Sekunde. Warte, hier haben wir immer noch nicht das Ding. Aber wir nehmen kurz mal unsere Brust und gucken mal, ob wir den Skin haben. Aber ich glaube nicht. Nee. Wache war es, oder wie? Der Wache, ja. Also das Wache können wir jetzt einmal bauen, hätte ich gesagt, oder? Ja, wir gucken erstmal, wie die andere ja wie da das, wie das Heldending aussieht. Ja, im Aber Lager. Also Leute, wir gucken jetzt. Leute, es wird mal wieder ein bisschen... Nein, ich glaube, diesmal ist nicht so schlimm. Wie mache ich das jetzt nochmal? Jetzt wechsle ich mit L3. Und jetzt gehe ich auf meine Dinger. Und jetzt gehe ich auf das. Und jetzt gehe ich auf das. Und jetzt gehe ich auf Ausrüsten. Ah, es passt. Das sieht schon, wenn wir den Rest davon hätten, dann wird es vielleicht geil aussehen, aber das sieht irgendwie aus wie so ein Spruch Glitzerhemd. Oder? Weil das glitzert so komisch. Was war denn unser Ding? Das da. Unübertroffener Krieger. So, also wir bauen jetzt unseren coolen Schmieden-Ding. Rüstungsding, das Ding und jetzt haben wir das. Der Wache. Der Wache. Da. Handschuhe fehlen uns auch noch der Wache übrigens. Der wilde Stier. So, das bauen wir jetzt einmal. Machen wir als Beste, dass wir irgendwie natürlich was Krasses kriegen notfalls. Oder eigentlich wollen wir die nur wegen dem Skin, dann können wir eigentlich alles raushauen. Weil hier kann man den dümmsten Lack reinhauen. Und den da raushauen, weil wir wollen ja für unser Set behalten. Ja, das stimmt auch wieder. Das Set ist eigentlich. Da machen wir hier die zwei raus, dann machen wir die zwei rein. Machen, weißt du, so können wir Schmiedematerialien ja sparen. Das ist wohl wahr. Wohl wahr. Wohl wahr. So, jetzt schmieden wir uns einen Scheiß. Kriegen wahrscheinlich trotzdem lila bei Fluss. Lila! So, nee, jetzt haben wir das einmal. Weiß. Und die Handschuhe können wir gleich Inventar hinzufügen. Jetzt machen wir Handschuhe der Wache. Handschuhe auch der Wache, ja. Rüstung der Wache, oder? Ja. Die sehen ja mal richtig scheiße aus, mal ganz ehrlich. Pause trotzdem mal. Ja. Ich will einfach wissen, wie es im Set aussieht dann. Ja, so, jetzt machen wir hier wieder
drauf, wieder hier einmal 2, 3, 4, 4 wieder weg. Da mal die 2 weg, da die 2 hin, da das eine weg, da das eine hin. Wenn dann 5% Dings rauskommt, dann lache ich. Inventar hinzufügen, so. Jetzt willst du mal anziehen erstmal, bevor wir es umschmieden. Ja. Matadozo! Matadozo! Ja, ja, ist gut. Was machst du? Was machst du so? Jetzt machen wir wieder hier und jetzt machen wir Rüstung. Das haben wir einmal hier. Die da. Der Wache. Ausrüsten. Machen wir die Handschuhe noch dazu. Boah, von hinten sieht es schon mächtig aus. Ja, das sieht aus wie ein Flieger, Mann. Das könnte doch fliegen. Ich hätte mir aber ein bisschen mehr lila vorgestellt. Ja, ich mir auch. Aber so, jetzt ziehen wir noch die Handschuhe an. Vielleicht sind die ja ein bisschen lila. Ja. Ist nicht lila, aber es passend halt zu der Farbe von der Rüstung. Weil es so Bronze. Das sieht schon ganz geil aus. Schon nice. Vor allem, weil der Hut, aber alles passt dazu. Das machen wir doch glatt. Jetzt rüsten wir aber wieder unseren Scheiß aus. Unübertroffene Krieger. Was hat man denn für Handschuhe an? Auch irgendein Setteil. Das. Ne. Du müsste auch unübertroffener Krieger gewesen das sein. Ist da? Ja. Unübertroffener Krieger, ja. Was von 24, echt? Ja, wir hatten nicht genug Kohle, um die Rüstung zu schmieden. Tatsache. So, Leute, ihr habt es gleich überstanden. Wiedersehen! Nein! Ändern! Waffe, nein! Nein! Mann, ist das langsam. So, jetzt kann ich erst drücken. So, jetzt gehen wir hier auf unseren Stück Krieger. Das machen wir hier aussehen und das können wir hier. Irgendwo. Unter dem Basalen ist es. Da. Ne, machen wir dort runter. Relativ am Ende der Rüstung der Wache. Auch da. Oben. Jetzt. Das hat eigentlich schon Potenzial, aber das glitzert so komisch, ne? Mhm. Dann ist es naus jetzt. Ja. Yeah. Dann ist es neu. So, jetzt machen wir noch die Handschuhe. So, jetzt müssen wir die Wache wieder suchen. So, sehen wir wieder richtig nice aus. Haben wir denn irgendwas Tolles gefunden, wo wir irgendwas verstärken können? Ich glaube, unser Dings ist noch nicht auf maximale Vertrautheit. Unser Lundenschloss. Und was wollten wir da rein? Wir wollten eigentlich das andere rein. Aber das Handrohr ist noch mittendrin statt nur dabei. Ja, aber noch eine Mission vielleicht, dann hätten wir es schon. Ja, ich würde sagen, wir machen es einfach weiter, ohne dass wir jetzt irgendwie mega abchecken, was abgeht. Weil mir fällt gerade nichts ein. Ja, zerlegen können wir auch beim nächsten Mal dann. Oder können wir auch generell mal offscreen machen, wenn man nicht gerade in einer Mission. Schrein oben! Ich sehe gerade mir hin, scheiße viel. Ja, wir können 2 Level-Ups machen. Eins, ja. Körper macht scheiße, Herz macht scheiße, Ausdauer macht plus 1, minus 1,1%. Leck mich am Arsch. Ich gehe immer nur nach maximalem Ausrüstungsgewicht eigentlich. Plus 0,6 ist nicht so viel. Das ist Kielimpuls, Stärke ist V-uninteressant, gerade Fähigkeit. Naja. Geschicklichkeit. Ninjutsu-Kraft halt, Angriff. Irgendwie macht mich gerade gar nichts an. Also mich hat Herz mal am meisten bisher angemacht, weil es halt. Ja. Unsere Ki. Es erhöht deinen Schaden um 2. Das ist das Einzige, was irgendwo Schaden um 2 erhöht und es erhöht halt mal das Ki. Also wir könnten mal das Ki erhöhen. Ja. Sonst erhöht nichts das Ki, ne? Nope, gar nichts. Nur das, nur Herz. Das macht Körper auch nicht. Ne, nur Herz. Okay, wir müssen mal ein Herz rein. Ja, machen wir jetzt mal. So, 27, 30 brauchen wir. Also demnächst können wir gleich auch wieder ein Level-Up machen. Dann kannst du mal einen Schutzgeist wieder wechseln. Checken wir nochmal kurz ab. Wir haben ja den und unser. Nochmal der Unterschied. Der hat Angriffsverstärkung nur 10%, Wasser hat er 30%, der hat halt Erde. Einsatzdauer hat der andere ein bisschen länger, deswegen hat er wahrscheinlich so gut lang gehalten. Macht hat unsere auf jeden Fall mehr. Unsere ist generell geiler. Ja, sehe ich auch so. Vor allem das Leben hat das andere 100, gut, der andere hat aber auch 100 Leben gemacht, ne? Ja, aber der macht 200. Ja. Feindradar hat er gehabt, by the way. Deswegen habe ich die Feinde immer gesehen, fällt mir gerade auf. Hast du die gesehen? Ja, ich habe immer die roten Punkte gesehen. Ja, okay. Hat aber nicht viel geholfen. Nö. Komm, mach den Fuse Uschi rein. Mach die Uschi wieder rein. Ich bin für die Uschi. Die bringen halt gar nichts, gell? Entweder Uschi oder Kato, weil Kato halt brutal viel Schaden mehr macht. Ich bin für den Uschi. Für die Uschi. So,
Ja. Dann nächste Mission, ab geht's. Gar nicht großartig. Was machen wir denn? Schauen wir die Zwielicht-Mission gleich. Natürlich. Ab ins Zwielicht. Auf einem früheren Schlachtfeld spüre ich eine schreckliche Präsenz. Angelockt von einer unheimlichen Macht, da habe ich mich noch einmal auf den Weg dorthin gemacht. Noch einmal auf den Weg auf einen anderen Kontinent in dasselbe Level. Macht Sinn. Ja, diesmal macht Sinn, weil es eine Zwielicht-Mission ist. Das vorherige hat keinen Sinn gemacht. Tatsache. Das ist gut mit dem neuen Timer, kann man echt immer zwischendrin mal abchecken, was die Zeit so treibt. Ja. Tada! Da sind wir schon mitten im Zwielicht und in den Minen. Viel Spaß. Dein Lieblingslevel. Hass. Irgendwo ist ein Gegner. Da. Oh, hi. Komm. Da braucht Fleisch aber. Alter, noch einer. Läuft aus, weil du spast. Wie mache ich denn eigentlich mein... Ah, ich muss da drauf bleiben. Wie habe ich nochmal mein... X. Ah, X. Wobei ich vorhin auch schon mal gerade X gedrückt habe. Und da hat er nichts machen wollen. Da hat er nämlich gar nichts machen wollen, der Fall. Als der Wind. Draußen ist der Wind. Draußen stürmt es mal wieder ein bisschen. Aber die Lampe ausgemacht. Ich wollte gerade sagen, ich bin mal gespannt, ob das Licht ausgeht oder nicht. Ah, das ist drohische Wetter offen. Welche Grabräuber waren denn hier unterwegs? Minenräuber. So was macht man doch nicht. Achtung, da sind wieder Fledermäuse unterwegs. Da ist der dumme Kerl unterwegs. Ah, der will nicht runter. Oh, jetzt. Dieser Gaming Tag hat sich einer richtig ausgedacht. Oh, wo sind die Fledermäuse nochmal gewesen? Direkt dort bei dem Item. Ah, okay. Oh, ich voll Honk! Alter. Ich lebe noch! Warum du zurückspringst? Ich wollte zurückspringen eigentlich. Oh, pass auf, die würde ich nicht beide bekämpfen. Nee, ich drücke jetzt mal den Schalter, was er immer da bringen mag. Und dann rennst du am besten mal hoch. Ja. Okay, nein! Du hast einen. Hallo Junge. Ja, das gibt schon wesentlich mehr Energie auf Dauer. So, ich laufe das nochmal kurz ein bisschen ab hier. Hallo. Boah, fuck, Alter. Das war gut ausgerichtet. Diesen Schutz krass, Mann. Ja. Weil dir halt überhaupt nichts gut, wenn du die ausfällst. Aber du hast mittlerweile brutal viel Brechen drin. Ja, weil ich die auch teilweise unterbreche. Wenn ich so meine Combo mache mit dem Tritt und mit dem Schnitt, dann sind die komplett. Ja, das haut übelst das Brechen rein. Anderer Weg ist übrigens zurück generell. Nach oben, manch. Ja, ich weiß. Aber gut, da habe ich jetzt gerade nicht so viel verpasst. Schauen wir mal nochmal, dass da irgendwie wichtige Sachen rumliegen. Oh, hier ist so ein Gitarrenspieler. Wo hockt denn der oben oder was? Ja. Alter. Oben hinter der Tür wahrscheinlich. Da. Ah, warte, ich muss da rum, ich muss hier rum, ich muss da rum. Hinter der Tür. Da steht der Hersteller. Da ist für die Gitarre, Alter. Ja, man hat ein Schild. Mit seiner Gitarre. So. Da ist der andere. Knall ich jetzt mal ab, weil ich es kann. Bäm, Alter, fast tot. In your face! So, ich knall dich jetzt auch mal, weil ich es kann. Du holst halt fast komplett weg. Ja. Ich mach mal hier die Tür auf. Oder doch nicht. Alter, was ist mit dem? Ich habe keine Munition mehr, fällt mir gerade schmerzlich auf. Kann ich einmal wechseln. So. Sich von diesem riesigen roten Typen zweimal treffen lässt. Ja, läuft bei mir. Übertrieben.
Warum schnauft der so beschissen? Oh, der sagt zusammen. Schnell hin. Kriegt der hier nochmal hier das Feuer ins Gesicht? Okay. Das bringt ja nichts. Immer nur, wenn er voll ist. Also, wenn das Ding voll ist, dann. Das Lila nicht da, was auch immer das ist, da hab ich immer noch nicht so wirklich. Ja, irgendwie ist seine Magie, das ist irgendwie so ein Rieser. Alter! Du scheiß verkackter Bogenschmarotzer, Wichser, Arschkrampe! Gesicht. Mann! Ey, da zwei Lila, ne? Hab ich gerade schon gesehen, finde ich geil. Mach ich. Welches Level ist denn der? 32. Dann werden die Schwerter wahrscheinlich jetzt nicht so Bombe sein. Ich hab das ist immer so ätzend. Ja, wegen dem Angriffshirn. Ja, man, das passiert mir aber auch so oft. Aha. Okay. Das sind sie sogar. Sind schwächer wie meine, aber man kann sie trotzdem mal kurz angucken, weil. Wegen Effekten. Ja. Schon lange nicht mehr. Das sind meine, wo sind die neuen? So weit unten. Ah ja, klar. Da. 14, Alter. What? Okay. Reduktion und. Fähigkeitsschaden kann man mit dem übertragen. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Was Fähigkeitsschaden an sich macht. Was haben wir denn eigentlich generell dabei? Das macht übertragen, kann man Schadensbonus für Rüstungsgewicht, okay. Ja, das war das, was sinnlos war. Der macht Schaden gegen Radmönch, also gegen so ein Rad. Radmönch heißen die, so. Sieht nicht unbedingt aus wie ein Mönch, aber okay. Von mir aus schwacher Angriffsschaden. Gut, genug geguckt. Wie geht's da lang? Da würdest du normalerweise herkommen, glaube ich, oder? Oh ne, pass auf, da ist irgendwo ein Gegner. Ah, da. Eine. Fixer! Ach, diese Combo! Ich liebe sie! Ich hatte schon lange keine Fake-Tour mehr. Da geht's noch rein. Oh yeah, wie er mal wieder gewechselt hat, ausnahmsweise. Ja. Auch mal so. So. Also. Ich habe die Orientierung komplett verloren, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Von links würdest du normalerweise kommen. Also da links rein. Ja, also hier ist die Tür. Da. Ja, genau. Da ist ja die Tür zu hinter mir. Genau. Da bist du runtergefallen. Da also hier würde ich eigentlich. Ist da kein Heizpunkt gewesen? Nö, ich hab das ja Ne, warte mal. Das Item war ja vorher bei dem anderen Schmacko. Yep, nope. Hab ich das eingesammelt in meiner Eifer? Eigentlich nicht. Pff, I don't know. Whatever. Aber, wo geht's denn jetzt lang? Die Tür ist ja zu. Ah, da, durch das. Hä? Nee. Bin ich verwirrt. Da. Hier durch. Ah, ja. Gehen wir hier nach rechts. Oder hagelt es jetzt? Nee, es regnet nur hart. Also mit harten Tropfen. Und da war ja immer diese Fake-Wand, weißt du? Ja. Auf der rechten Seite. Ah, die ist wieder da. Übrigens. Hallo Junge. Ich schlag euch mal aus. Gott sei Dank habe ich das getan. Oh, da hat die Komponente gezündet. Da ist noch einer. Hallo Junge. Ja. Zerschnetzel! Oh. Hilft, wenn man die Kamera dreht. Ja, ich weiß, war noch zu faul dafür. So, Junge! Indio! Aua! Anus! Nee, mein Face! Fuck, aua! In deinen Anus! Alter, komm ich auch mal. Aua! So ein Wichser! Vielleicht.
macht schon mehr Schaden. Aua! Ja, der gibt dir. Aua, 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 aua. Na, das ist sehr heftig. Aua, aua. Trinken. Was haben wir denn sonst schon noch gemacht? Haben wir schon drauf gezündet? Mit der Kanone geschossen, mit dem Lundenschloss. Das hat richtig viel Schaden gemacht. Alter, was geht mit dem Wetter gerade ab? Soll ich mal zumachen? Ja, bitte. Na, dass es reinregnet in die gute Bude. Oh? Oh, was? Na? Entweder es hat gerade geblitzt oder ich hatte gerade irgendwie so einen Blitz im Kopf. Nope. Hier ist bei kleinen Truhen kann man sich eigentlich sicher sein, dass da kein Spacko raus kommt. Kommt. Alter! Bitte. Ja, richtig bitter. Wie lange wollen wir jetzt den Stellungskampf noch machen, Junge? Schlüssel zur Anführerkammer, das ist der Schlüssel da, wo für du die Kammer durchkommen bist. Ja. Logischerweise. Hatte der den Schlüssel? Das ist aber ein bisschen anders verteilt diesmal, gell? Oder kommt mir das? Wo was ist, ja. Hä? Wo geht's denn da? Ja, da musst du lang. So richtig. Achso, hier hoch. Hier hoch, oder? Genau. Um zur Kammer zu kommen. Achso, ja, genau. So, hier hatten wir ja schon alles. Ups. Das ist so bitter. Wenn man rennt, da kann man mit dem scheiß Daumen nicht die Kamera filmen. Richtig. Gut, besser als wenn man auf den Stick drauf drückt zum Rennen. Oder so ein. Und so ein Kumpel. Hä? Kumpel, echt? Aber ein Dings. Ja, den machen wir gleich mal fertig. Bam, mit unserem Stier, Junge. Boah, das ist direkt umgefallen. Man hätte es eigentlich wieder schon mal. Wenn den anderen hinter auch noch schaffst. Okay. Ja, machen wir doch. Alter, ich hab immer noch. Ja klar, so hilft sich ja jetzt mal. Ewig. Hart. Okay, ist anscheinend keiner. Oder doch! Man kann, Ficker. Nicht, man kann sie nicht ändern. Wow! Mich würde es halt mal interessieren, woran das festgemacht ja wird, wer da rauskommt. Also vom Aussehen her, das sind wir, Alter. Im Endeffekt. Mit der Sekundärwaffe, der hat uns gekopiert. Ah, das ist im Endeffekt eine Kopie. Du hast da halt einen geilen Muschelhorn. Hallo Kumpel. Dass da Kumpels da sind. Mhm. Ja, guck mal, was das Muschelhorn ist. Tue ich. Gegenstände oder was? Da. Ein Horn aus einer Muschelschale, mit dem ein tiefer trompetenähnlicher Klang erzeugt wird und das oft von den Yamabushi genannten Bergeinsiedlern getragen wird. Es wird auch oft auf dem Schlachtfeld geblasen, um Truppen zu versammeln oder ihnen Zeichen zu geben. Außerdem können gegnerische Spieler auf deinen Aufenthaltsort aufmerksam gemacht werden. Also so ein Multiplayer-Gegenstand. Man kann PvP wahrscheinlich machen, ja, also Leute zu sich rufen, um PvP zu machen. Okay. Zu machen. Oh, interessant, interessant. Können wir auf jeden Fall irgendwann mal ausprobieren. Mhm. So, jetzt haben wir hier unsere Kammer. Jetzt gehen wir mal weiter, oder? Genau, da wo du vorhin runter bist. Da. Da wo ich runtergefallen bin. Lustigerweise überlebt habe. Mein Glück. Ohne Scheiß, das war wirklich. Glück, Wasser trinken kann ich mir trotzdem. Ich würde es immer noch interessieren, was dieser blöde Scheißschalter da rechts immer gemacht hat bisher. Wow! Das ist auch klar, das ist auch mal. Alter. Ich wollte nicht jetzt. Hey, komm zu mir. Komm, ich bin hier. Auch wenn das hier ein bisschen eng ist, mir kackegal. Der kommt nicht weiter. Doch, komm doch.
Ja, ja, wenn du Schaden machst, dann kommt er an. So. Hm? Oh. Oh, da hinten ist wieder so ein Dings, ne? Oder? Sieht nicht aus. Ja, sieht nicht aus. Ah, ne, doch, das ist so ein. Ah, ne, das ist der. Er selber. Ich glaube, wenn ich von hinten angreife, weil ich so einen Schaden von hinten auch noch mache. Und ich dann durchbrechen habe, wenn ich ihn dann hinten haue, dann wird er relativ schnell gestunt. Ja, mir ist generell, habe ich vorhin schon mal so gedacht, dass du von hinten anscheinend irgendwie mehr Schaden. Ja, ich habe ja die eine, irgendeine Waffe, oder ich glaube, meine Waffe an sich schon ist, hat er den Dings von hinten mehr Schaden. Das waren ja die 10%. Ah, nee, das war meine. Von den Doppelkatanas so eine Fähigkeit, das Passive da. Die 10%, wo man dann später 5 und 5 nochmal erhöhen kann. Nee, das war, wenn ein Gegner 100% Leben hat. Achso, also voll ist. Was macht der Schalter? Ich verstehe es echt nicht. Was kannst du nicht gucken, ob du nochmal drücken kannst? Nee, kann ich nicht. Ja, ich blick's auch nicht. Vor allem irgendwie kommst du dann halt an den Gegenstand ran, aber du weißt ja gar nicht, wie. Da unten ist ja wieder die Quelle. Ja, da wollte ich jetzt auch. Entspannt baden. Alter, oh, da ist wieder so ein Hanswurst. Mitten beim Baden, Alter, super geil. Ich mache es erst mit den Hanswurst, oder? Wow! Okay, ich sollte spielen nur selten. Ich bin einfach runterstoßen. Dann können wir ja seinen Item nicht einsammeln. Oh, er darf dich halt nicht runterstoßen, Mann. Ja, Mann. Scheiß gab's! Wo ist der Gitarrenspieler? Wahrscheinlich da links irgendwo drin. Hier links drin. Ich muss auf den unteren Knopf drücken, glaube ich. So. So, der Timer hat geläutet. Ich check aber trotzdem, wo der Gitarrenspieler ist. Ich höre die Musik von dem Gitarrenspieler. Ah, was geht ab? Auf, auf. Wow! Da drin ist doch hinter dem. Ich werde es gerne machen. Boah, da ist er! Xer! Wow! Fuck you! Der lebt immer noch! L2. Oh, okay, okay. Pass auf, oh, dein Leben, deine Leben, deine Leben. Halt dich, halt dich, halt dich! Gott, also ey, der Feuertipp gerade ziemlich hoch, der Typ gerade. Ja, das war heftig. Was kriegt man denn von dem? Ich sehe kaum nicht vor. War alles schwächer. Okay, Leute, das ist doch mal schöner. Der richtige Ort, um im Bad zu nehmen und zu wechseln. Genau, und ich checken, was der macht. So, Alter, die Gitarrenspieler sind so bitter. Setz dich doch ins Bad. Ich setz mich ins Bad. Okay, also das habe ich auch nötig. Halt. Dumm-di-dumm-di-dumm-dumm-dumm. Alter, hopp. Ist halt bitter, weil wir können jetzt nicht mehr dieses... Ah doch, das können wir machen. Ich glaube, der andere hat mich unterbrochen. Mhm. Jetzt, weil das kam nicht letztes okay. Mal nicht. Okay, machen wir Pause, weil der Buff sonst abläuft. Ich mache mal Pause. Scheiße, okay, Leute, wir müssen jetzt ganz schnell, blitzschnell Wechsel machen. Wahrscheinlich ist der Buff demnächst gar nicht mehr da, aber... Bis dann, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Ciao.